Hallihallo, hallo ihr Lieben. Darf ich euch vorstellen? Unseren allerersten Reiter. Hier ist er. Erstmals. Unfassbar. Erstmals einer unserer Mali oder gleich deren zwei auf dem Rücken von Pferden. Kann man gar nicht so ganz genau erkennen. Ich schicke den mal raus. Ihr sollt euch den mal aus der Nähe anschauen. Wohin schicken wir den? Einfach eins runter. Schaut mal, so sieht er aus. So sehen unsere Reiter aus. Hübscher Anblick. Wunderbar. Ebenso hübsch, dass es jetzt hier weitergeht bei dem Let's Play mit den Mali, oder? Das ist, falls ihr das nicht mitbekommen habt, das ist jetzt nach der dreiwöchigen Pause nicht das erste Video, sondern schon das zweite. Falls ihr das erste verpasst habt, das hier ist das erste im Frühstücksslot, morgens um 7. Falls ihr das davor verpasst habt, holt es doch nach. Geht in die Playlist, ich blende sie euch ein. Einfach eins zurückspringen und das die halbe Stunde vorher nachholen, damit ihr nichts verpasst habt. Was ihr eventuell dann verpasst haben könntet, wären die neuen Politikkarten, die wir eingesetzt haben. Zum Beispiel Städte mit Garnisonseinheit, eine weitere Annehmlichkeit. Und auch sonst haben wir einiges gemacht. Wir haben jetzt zum Beispiel dafür gesorgt, dass wir Geländefelder kaufen können, billig kaufen können. Haben wir eben schon gemacht. Für die nächsten, na, wie wir, 6 Runden. Da können wir ein bisschen billiger shoppen gehen. Machen wir auch. Machen wir unbedingt. Vorher aber schauen wir, dass wir mal gucken, dass wir wirklich auch in jeder Stadt oder in fast jeder jemanden haben, der ein bisschen auf die Stadt aufpasst. Sprich, der da eine Garnison ist. Wir gucken mal, wie das in Süßrauch aussieht, wie zufrieden die Leute hier sind und stellen fest, sie sind nur zufrieden. Da geht doch was. Ich hole uns den hier mal, den Armbrustschützen, schicke ihn hier rein. Er ist dann eine Garnison und vielleicht hat das ja auch sofort Auswirkungen hier. Immer noch zufrieden. Aber es könnte auch ein Anzeigefehler sein. Wir warten es mal ab. Was kann man sonst noch Schönes machen? Hier ist keine Einheit. Okay, hier ist eine Garnisonseinheit. Hier auch welche. Wir könnten den hier schon mal hier rüber schicken. Genau. Der passt hier ein bisschen auf. Dann sind die Bürger hier, haben wir überall Annehmlichkeiten. Den schicke ich mal eins hier rüber. Der bleibt hier auf dem Eisenvorkommen drauf stehen. Das ist zu wichtig. Der muss da stehen bleiben. Hier, das ist sehr gut. Da ist eine Garnison. Da oben haben wir keine. Da oben haben wir auch keine. Nirgendwo eine. Wo ist denn überhaupt das Militär, wenn man es mal braucht? Das sind alles nur religiöse Einheiten. Unfassbar. Hier ist einer. Der macht bitte schon mal eine Pause und heilt seine Wunden aus. Die lungern alle so weiter draußen rum. Ich schicke mal den Reiter, der ist hier flink unterwegs. Einfach hier rein, ne? Dann haben wir hier auch eine Garnison. Genau. So, unsere religiösen Einheiten, die haben was vor der Brust. Die wollen nämlich auf Hatz gehen. Auf Hatz, auf die, ich zeige es euch mal, auf die... Das Blumenkranz-Scheusal und ihre Heiden, die sie befehligt. Hier, die Buddhisten, haben sich hier überall verschanzt. In 9 Runden konvertierte Bradford übrigens zum Buddhismus. Das finde ich klasse. Jetzt sehen wir leider keine feindreligiösen Einheiten, die wir ein bisschen bekehren könnten. Das ist schade. Wir kaufen im Augenblick übrigens mit Absicht mit dem Glauben nichts, denn wir haben ja, ihr erinnert euch vielleicht, noch einen Plan. Wir wollen ja erst noch diverse Boni freischalten. Machen wir gleich. Zeige ich euch dann. Ich muss das nicht jede Folge oder jede zweite erklären. Wir laufen erstmal rauf. Ja, wohin? Hier wollen wir gucken, ob wir hier religiöse Einheiten finden. Ich marschiere mal hier. Hier auch ein Stück vor. Die sind alle ausgeheilt hier. Wir haben ja entsprechenden Bonus. Die waren 2 Einheiten, waren nicht ganz bei Trost und bei Sinnen. Die hatten Wundmalen, die keineswegs von Kreuzigungen herrührten, sondern von handfesten Disputen, von Schlägereien. Rhetorischen Schlägereien mit Aposteln, mit Fremdaposteln. Die sind jetzt alle geheilt, weil unser Moksha so fitte Skills hat. Der Missionar, den wollten wir eigentlich hier vorne einsetzen. Hier gammelt noch irgendwo, hier lungert noch irgendwo ein Apostel rum. Der Buddhisten, der Missionar hier, den lassen wir allerdings demnächst, nachdem wir das Schießpulver erforscht und die Musketiere freigeschaltet haben,
lassen wir den sich um den Schiffsbau kümmern, damit der Missionar wassern kann. Und wenn er wassern kann, dann schicken wir ihn hier hin. Also dann können wir hier ins Wasser und an der Stadt vorbei und dann weiter missionieren. Dafür ist er hier da. Und auf dem Weg dorthin, was ist der schnellste Weg hier ins Wasser? Oh, wir könnten hier oben auch mit dem hier noch ein bisschen die Gegend erkunden, sobald er wassern kann. Aber am schnellsten, ja, wir machen das. Wir schicken ihn einfach mal hier rauf nach Nordwein. Und der Kollege Guru bleibt bitte hier vorne bei den Aposteln. Dem geht es auch fit mittlerweile. Auch wieder gut, den schicken wir hier hoch. Den Buddhisten entgegen. Ein Schwertkämpfer, was macht er denn da? Den wollten wir, glaube ich, runterschicken nach, keine Ahnung. Oder wollten wir mit dem auf Jagd? Ich weiß es schon gar nicht mehr. Also ich glaube nicht, dass wir mit den Sudamer wieder Friede, Freude, Eierkuchen. Werden wir eher mit dem Blumenkranzschäuser oder mit den Sudo Ärger haben? Ich glaube eher mit dem Blumenkranzschäuser. Ich schicke den mal rüber in die große Wiege. Schon wieder eine Runde weiter. Das geht ja hier ratzfatz. Können wir irgendwas in der Zwischenzeit machen? Ich denke nicht nochmal einen Blick auf die Boni, die wir uns bewusst geholt haben. Alles soweit gut und schön. Wir gucken mal, was wir mittlerweile angesammelt haben. Ach so, wir brauchen dringend natürlich mindestens einen Handwerker, damit wir hier überhaupt Salpeter anschließen können. Weil vorher, ohne Salpeter können wir auch keine Musketiere befördern. Das ist natürlich doof. Mal gucken, wie wir das machen. Aber erst wollen wir das Geld ja ausgeben für Geländefelder. Dafür sammeln wir das ja im Augenblick. Wir haben doch ein paar Salpetervorkommen. Das stimmt ja gar nicht. Ach so, stimmt. Ein paar hatten wir doch angeschlossen. Wo sind die denn nochmal? Ich weiß es schon gar nicht mehr. Hier, da ist eine Salpetermine. Genau, und eine zweite ist noch irgendwo. Die habe ich nicht mehr genau im Kopf. Dadurch gewinnen wir doch ein bisschen. Das heißt, 4 pro Runde. In 2 Runden könnten wir also den ersten Musketier uns holen. Technisch ist es dann freigeschaltet. Er braucht 20 Salpeter. 24 Salpeter hätten wir dann. Alles gut. Wir können auch schon mal ein bisschen Eisen wieder raushauen. Denn da sind wir am Lagerlimit und könnten das versuchen zu verscherbeln. Das könnten wir machen. Diejenige, die uns... Also mit Willi stehen wir zwar gut mit der niederländischen Königin, aber die ist ein bisschen geizig. Mal gucken, was Lautaro uns wieder anbietet. Der ist immer ein bisschen großzügiger. Viel hat er auch nicht. Was würdet ihr mir geben? 5 für 1. Wir checken mal, wie der Kurs bei den anderen ist. Peterle, wie sieht es bei dir aus? Ah, er hat 18. Da ist der Kurs wahrscheinlich auch nicht besser. Eisen. 74. Kann man machen. Ist nicht ideal, macht man aber, oder? Ja. Annehmlichkeiten brauchen wir nicht. Das hatten wir uns ja in der vorletzten Folge überlegt, ob wir nicht welche kaufen sollten. Aber mittlerweile haben wir das ja gut abgefedert auf anderem Wege. Die Gunst verscherbel ich im Augenblick nicht. Nicht kurz vor dem Weltkongress, den wir gleich haben. Große Werke kaufe ich auch nicht. Das bleibt alles, wie es ist. So, alles klar, ja. Haben wir eventuell Ressourcen, Luxusressourcen, die wir mittlerweile so häufig haben, dass wir die nochmal verkaufen können? Wein haben wir im Übermaß. Vielleicht finden wir jemanden, der mal weiß, Wein andrehen. Ich gucke mal nur die Luxusressourcen durch. Klar. Strategische Ressourcen, habt ihr ja schon mitbekommen, verkaufe ich nicht so gerne. Wir könnten schauen. Moment mal. Doch, Wein müssten wir ein Plus 1 haben. Wein können wir verkaufen. Bei
Trüffeln ist das hier ein bisschen undurchsichtig. Das könnte von einem Stadtstaat herkommen. Die Spielboni, das plus eins. Das ist mir hier zu unsicher und eins brauchen wir für uns selber. Ja, aber lasst uns doch mal schauen, ob wir den Wein verhökern. An wen? Ja, an den hatten wir, mit einem hatten wir einen Deal. Ich habe mir das gar nicht gemerkt, wie peinlich. Mit einem hatten wir doch einen Deal. Ich weiß gar nicht, wahrscheinlich habt ihr besser aufgepasst, oder? Schreit es mir mal rüber. Ich spitze mal die Ohren. Oh, mit beiden, mit Peter und mit Lautaro. Ja, dann muss ich hier nicht nochmal anklicken. Willi, hast du Wein auf Vorrat? Ich weiß es nicht mehr, das lag so lange zurück. Ihr könnten mir anscheinend... Oh, nur ein Wein. Wieso denn nur ein Wein? Wir verkaufen zwei, wir sind drei im Plus. Achso, weil... Und Spielboni sind... Achso, weil wir nur plus eins haben. Entschuldigt. Peinlich. Oben, ihr seht es, 1.13 Uhr, wo ich das aufnehme. Ich würde euch am liebsten zurufen, vergesst die letzten zwei Minuten und spult wieder zwei Minuten. Also, wenn ihr früher gewesen wärt, hätte ich euch das gerne zugerufen, spult zwei Minuten vor, aber aufgrund von Gründen, die ihr vielleicht nachvollziehen könnt, geht das gerade nicht. Das war jetzt ganz, ganz peinlich, das alles. Das waren zwei richtig peinliche Minuten. Ich habe mir alles angeguckt, ich habe es nicht begriffen. Furchtbar. Ich habe laut nachgedacht und habe Fehler gemacht, ohne Ende. Peinlich, peinlich. Wie gut, dass es nicht zu schlimmen Konsequenzen... Schaut mal hier. Da ist ein Apostel. Ihr wisst ja, ich massakriere lieber feindliche Missionare als Apostel, weil das schädigt den Gegner spirituell genauso. Oh, jede Menge Apostel. Unfassbar viele Apostel. Hier unten auch, was ich lieber demnächst machen würde, statt hier runter zu allen. Übrigens, sobald wir uns Apostel gekauft haben und ein paar im Überfluss haben, lösen wir einen auf für eine Inquisition. Da muss man einen Apostel für einmalig einleiten und dann können wir billig Inquisitoren kaufen. Die rennen dann hier runter und vertreiben die Feindreligionen von hier. Was ist denn das hier für einer? Na, da laufen wir nicht hin. Mit dem. Na, ich glaube nicht, dass der uns angreift. Der sieht uns gar nicht. Oh, nein. Das ist nur noch einer. Schaut mal. Ein einziger hier. Mehr Wohnraum benötigt. Ja, das ist das Problem, dass wir die Stadtmauer nicht mehr haben. Und schon gibt es hier allerorten Ärger. Wie gut, dass hier ein Kornspeicher entsteht. Und auf dem Weg dorthin, wie sind die Bürger aufgeteilt? Trotzdem in 7 Runden Wachstum. Wow. Plus 1,6. Da kann man nicht viel drehen. Wir könnten... Nee, wir haben gar kein Nahrungsfeld massiv genutzt. Hier gewinnen wir sehr viel Glauben und Gold. Da will ich keinen abziehen. Ich denke halt laut drüber nach, ob man hier eventuell einen draufsetzt, damit wir hier mehr Produktion haben. Aber ich wüsste im Augenblick nicht, wo wir den abziehen sollten. Sehe ich nicht. Also das wäre das Nahrungsfeld. Aber das macht keinen Sinn. Weiter gucken. Nächste Stadt. Bullenkraut. Auch Wohnraumprobleme. Der Wohnraum, den die Stadtmauer gab, der ist ja weg, seitdem wir nicht mehr in der Monarchie sind, sondern in der Theokratie. Hier, sagt Peter, unbedingt, müssen wir unbedingt machen. Hier haben wir auch kaum Felder, die wir nutzen können, bringt alles nichts. Auch hier, klar, überall Wüste, logisch, gibt es Probleme. Hier können wir auch nicht viel machen. Mm-mm. Ja, und dann haben wir noch, das war hier unten, dann noch eine letzte Stadt, das war Eisenhügel mit Wohnraumproblemen. Also es geht so von der Tendenz her Nahrung weg, weil das Wachstum ist ja sowieso ausgebremst, Nahrungsüberschüsse bringen hier kaum was. Aber ich sehe hier auch keine,
Felder, wo wir, das hier ist, bringt natürlich viel Nahrung. Das sind, wie viel kann man nicht genau erkennen? 3, oder? Ich zeige mal mit der Maus drauf. 3 Nahrung. Die könnten wir hier rübersetzen und hier den einen Produktionspunkt hier ab uns holen. Wie sieht es in Bergforscher aus? Das Feld hier wird nicht genutzt. Schaut mal, das könnten wir machen. Dann gehen wir hier hin nach Eisenhügel. Und holen uns das Feld dazu. Und? Ja, jetzt ist das automatisch gewechselt. Das ist gut. Jetzt haben wir nur noch 0,8. Das ist aber alles kein Problem. Hier könnten wir Gold gewinnen, indem wir hier einen Bürger reinstellen. Auch immer eine Möglichkeit. In 6 Runden Korn speichert. So lassen wir es jetzt. Wieder bei den religiösen Einheiten. Was machen wir mit den 400 und... Hey, erstmals überhaupt. Habt ihr mitbekommen? Über 400 Gold die Runde. Wahnsinn. Absoluter Wahnsinn. Wir sparen für noch mehr Geländefelder oder für nachher die Karte, dass wir Handwerker kaufen können. Hier wollten wir kaufen, genau. Und hier wollten wir kaufen. Hier beenden wir, glaube ich, in einer Runde edeln den Kornspeicher. Ich kaufe mal hier. Also ich glaube, wenn Jerewan wächst, na, weiß man nicht. Das Feld holen die sich wahrscheinlich eher, aber ich gehe mal auf Nummer sicher. Ich will nicht, dass sie das uns hier wegschnappen. Und kaufe schon mal das Feld hier dazu. Und dann gucken wir mal, ob wir hier noch was shoppen können. Und dann gehen wir in die Stadtproduktion rein. Kornspeicher ist im Augenblick und setzen jetzt wie geplant. Hier war ja eine Nummer 1, die markierte uns das. Setzen wir die heilige Stätte. 27 Runden, meine Güte. Setzen wir mal hier hin. 7 plus 7 bringt das hier. Mal 2 dann, glaube ich sogar, ne? Also 7 auf jeden Fall. 7 Nachbarschaftsboni. Hoppla, was habe ich denn gerade gemacht? Was ist denn jetzt los? Ach so, der ist noch nicht da. Der ist in der Bauschlange gelandet. Entschuldigt bitte, was ist denn das jetzt hier? Jetzt steht er da. Jetzt holen wir den weg und den ziehen wir hier vor. Also, dass der die heilige Stätte jetzt doppelt auftaucht, das ist ein bisschen komisch. Kornspeicher ziehen wir vor, heilige Stätte haben wir jetzt schon mal angebaut. Und wir können jetzt noch einen, wir können noch einen setzen. Ja, das wäre dann der Suguba. Den können wir auch schon setzen. Denn die Produktionskosten, die steigen ja. Da steht er jetzt. So, das ist die Reihenfolge. Fein. Und dann bauen wir hintereinander Kornspeicher, dann heilige Stätte, dann Suguba. Das Einzige, was mir nicht gefällt, ich nehme mal Suguba raus, der ist platziert, das ist nicht schlimm, weil aus Gründen, nämlich wenn der Bau fertig ist, dann gibt es ja bei Civ 6 leider keine Meldung, wenn man eine Bauschlange hat, die einem sagt, Achtung, Bau wurde fertiggestellt, sondern man muss das irgendwie sich auswendig merken. Je mehr Städte hat, desto leichter übersieht man das und ich würde gerne nach der Fertigstellung des Baus der heiligen Städte sofort hier vor Ort einen Schrein und einen Tempel kaufen. Denn die bringen innerhalb von Städten, die dem Buddhismus frönen, dank der buddhistischen Eigenschaft Choräle Kultur, gleich dem Glaubensertrag, also 2 Kultur bringt der Schrein, 4 der Tempel. Und das vergisst man ganz schnell, wenn man danach automatisch zum nächsten Bau weiterspringt. Das hat nämlich den Suguba aus der Bauschlange raus platziert, haben wir ihn ja. Okay? Gut. Ach, wir wollten noch Geld ausgeben. Ja, aber mit den 288, ich glaube, wir sollten wir uns noch ein Geländefeld irgendwo holen. Welches denn? Das müssen wir uns nicht zwingend holen, das wird uns von den Nachbarn nicht weggeschnappt. Da muss ich mir keine Sorgen machen. Das macht Sinn, dann können wir nämlich hier nach dem Kornspeicher hier die heilige Stätte zum Bau reinsetzen oder jetzt schon platzieren. Ja, wir können die jetzt schon platzieren. Das machen wir. Das heißt, wir kaufen das hier dazu. Und packen
Haken in die Bauschlange ebenfalls. Nochmal, falls ihr es nicht begriffen habt, weil ihr, weil ich doof erklärt habe oder weil ihr nicht die totalen Sith-Veteranen seid, ist es wichtig, dass man einmal kurz das gesetzt hat, damit der platziert ist. Und im Laufe der Zeit werden die Baukosten für Bezirke immer teurer und wenn man einen Bezirk platzieren kann, sollte man das auch sofort machen. Weil der kann nur teurer werden, der Bau, und nicht billiger. So, sonst noch irgendwas zu verkaufen? Hier auch. Selbes Thema. Selbes Thema. Monument ziehen wir durch. Dauert ja nur noch 3 Runden. Die Heilige Stätte würde wie lange dauern? Na, Hauptsache, sie ist platziert. Eventuell kaufen wir sie auch mal gucken. Eventuell kaufen wir sie. Produktion 6.3? Na, ich glaube nicht. Ich glaube, wir kaufen die eher dem nächsten Bauarbeiter. Und bauen hier Sägewerke zum Beispiel hin. Könnte ich mir vorstellen. Hier habe ich übrigens markiert einen Damm, der hier stehen würde. Wisst ihr ja, ne? Man kann nur pro Fluss einen Damm bauen. Ich bin vor Start der Aufnahme der letzten Folge mal alle unsere Städte durchgegangen und habe geschaut, wo können wir überhaupt einen hinsetzen, einen Damm. Da blieben kaum Möglichkeiten übrig, weil das hier ist ein winzig kleines Flüsschen, da kann man einen Damm hinsetzen. Ein Damm zu bauen macht Sinn. Aus verschiedenen Gründen. Erstmal bringt er coole Boni für die Stadt, wo er platziert ist. Er bringt 3 Wohnraum mehr. Wahnsinn. Eine Annehmlichkeit und reduziert und verhindert bei einer Überschwemmung, dass irgendwas Schlimmes passieren kann. Also es gibt keinen Schaden durch die Überschwemmung. Die findet statt, aber die verursacht keinen Schaden. Und kommt noch dazu, falls eine andere Naturkatastrophe passiert, eine Dürre, können dadurch kein Nahrungsverlust entstehen auf den Feldern. Der Staudamm hat auch einen Nachteil. Wenn eine Überschwemmung stattfand, hinterlässt die Überschwemmung am Fluss ja fruchtbaren Schlick. Und die Bauernhöfe auf diesen Feldern hier oder diese Felder überhaupt geben dauerhaft ein bisschen mehr Nahrung. Dieser Bonus wird halbiert, wenn dieser Nahrungsbonus durch Überschwemmungen wird halbiert, wenn ein Staudamm hier steht. Aber der Rest ist so massiv, die Boni, da nehme ich das in Kauf. Also hier können wir einen Staudamm hinsetzen, das ist eine winzige Straße. Kann uns auch Red Hot nicht wegschnappen. Ich hatte ja gesagt, ein Staudamm pro Fluss ist möglich. Staudämme sind nur platzierbar auf Schwemmland. Das hier ist kein Schwemmland. Das hier ist auch, glaube ich, kein Schwemmland. Nein, das ist Wüstehügel. Das hier ist Schwemmland. Achtet auf den Tooltip. Ist nicht die dritte Zeile, ist nicht so gut immer zu sichten, zu sehen, finde ich. Wir können also den Bauernhof hier auflösen und darauf hier einen Staudamm hinsetzen. Und sonst, ich habe mal alles mal abgesucht. Wir haben zwar viele Flüsse, aber entlang der Flüsse haben wir kaum Schwemmland. Deshalb können wir kaum Staudamm mehr platzieren. Ich habe das mal abgesucht hier in die Kartensuche. Wenn man da eintippt Staudamm, dann können wir gucken, wo innerhalb der Sichtreichweite von uns in Staudämme schon gebaut wurden. 3 Ergebnisse, die sind grün markiert. Hier. Weit weg von uns, betrifft uns nicht, da haben die Mapuche einen Staudamm gebaut. Übrigens, wir können die Staudämme noch gar nicht bauen. Die haben wir noch gar nicht erforscht. Die sind auch noch mehrere Techs entfernt. So schnell geht das nicht. Der nächste ist hier oben. Der betrifft uns schon eher. Denn dieser riesige Fluss, der geht auch durch unser Terrain durch. Ja. Es ist ja so, Flüsse haben ja in der Regel Neben- und Hauptflüsse. Also die fließen ineinander über. Und man muss immer auf den Namen des Geländefeldes im Tooltip gucken, um sich, dann geht man auf Nummer sicher, sich den Namen des Flusses anzeigen zu lassen. Das ist hier, ist der Fluss Barney. Es gibt zwar auch diese Geländemarkierungen hier entlang der Flüsse, hier zum Beispiel, aber ich finde es, wenn man auf Nummer sicher gehen will, guckt man immer hier drauf. Das heißt, am Ufer des Barney kann nirgendwo mehr von wem auch immer irgendwo ein Staudamm gesetzt werden. Betrifft uns
Und wenn ihr das mal euch anschaut, hier die Mündung und hier die beiden Flüsse, achtet bitte mal auf den Tooltip. Hier heißt der Fluss Rio Tolten und hier der Fluss hier ist wieder der Barney. Das heißt, hier seht ihr, dass der Rio Tolten hier in den Barney reinmündet. Das ist schwer nachzuvollziehen. Also da muss man echt immer gucken. Das ist am besten. Denn wenn ihr hier seht, die Barney-Beschriftung steht hier am Oberlauf und hier am Oberlauf. Und wie der Fluss hier unten heißt, ob der Barney heißt oder Rio Tolten oder Bio Rio oder wie auch immer, das kann man nur erkennen, wenn man hier wirklich den Namen abliest. Also der Fluss hier, das ist der mit dem Staudamm. Und das heißt, theoretisch könnten wir hier keinen Staudamm mehr bauen in der Praxis. Wir haben eh kein Schwemmland hier. Alles nirgendwo Schwemmland. Wir können deshalb auch deshalb nicht bauen. Auch hier, alles hier, das ist ein mega langer Fluss. Immer noch derselbe Fluss. Nirgendwo Schwemmland von uns. Wir können eh nichts bauen. Das Geländefeld hier wiederum ist auch kein Schwemmland. Also wir hätten den eh nicht bauen können. Schaut mal, wie lang der ist. Wie lang der ist. Der geht bis hier vorne hin. Das ist ja unfassbar. Immer noch der Barney. Vielleicht ist das der längste Fluss überhaupt in dieser Welt. Ernsthaft. Könnte ich mir ernsthaft vorstellen. Und sonst noch hier oben. Das betrifft uns schon eher. Das ist Mohenjo-Daro, die ehemalige Stadtstaat. Hier ist ein Staudamm entstanden bereits. Und vielleicht wollen wir die Stadt ja irgendwann mal zurückerobern, oder? Dann hätten wir dann einen Staudamm. Oder wir befreien Mohenjo-Daro schon. Aber das sind jetzt Blütenträume. Das sind Rachegelüste, die ich hege und pflege. Mal schauen. Leute, dieses Video hier erscheint am 16. Juli morgens, am selben Abend, ihr wisst es, Endless Space 2 Livestream. So ein cooles, so ein elegantes, so ein komplexes, so ein wunderhübsches und innovatives 4X Science-Fiction-Strategiespiel. Mit dem deutschsprachigen Community-Manager, der Pariser Entwickler von Amplitude Studios, zusammen streame ich das Spiel. Let's Play-Reihe blende ich euch ein, auch den Verweis nochmal auf unser Infovideo, auf mein Infovideo zum Juni-Update. Ich hoffe, ihr seid heute Abend mit dabei. Das wird sicher ein total cooler Livestream von einem riesen Publikum. Es reicht, wenn ihr dabei seid.